Hallöchen, ihr Lieben. Herzallerliebst willkommen zurück zu unserem guten Freund Phoenix oder dem Richter. Sucht's euch aus. Also, wir werden einfach fortfahren im Prozess. Wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Ja, euer Ehr, Ihre Hausaufgabe ist es, eine Antwort auf die folgende Frage zu finden. Oh, wir bekommen eine Hausaufgabe vom Richter. Ist das nicht schön? Warum hätte Herr Hammer das Dieselmoral-Kostüm stehlen sollen? Und das ist genau etwas, was ich mich schon die ganze Zeit frage. Und wer hat ihn getötet und warum? Das ist Punkt 2 auch sehr wichtig in der Beantwortung. Ja. Finden Sie die Antworten. Bis morgen. Oh, ja, toll. Toll. Eine ganze Menge Hausaufgaben für ganz schön wenig Zeit. Kriegt er auch eine Hausaufgabe? Sie sollten Ihren Standpunkt in dem Fall überdenken. Ist das eine Hausaufgabe? Das ist aber jetzt unfair. Das ist viel leichter als meine Hausaufgaben hier. Ja, super. Er bekommt auch Hausaufgaben, aber er kriegt nur welche zum Bedenken. Das ist ja doof. Tja, viel zu tun. Er wird bis morgen verlängert. Dies ist die letzte Verlängerung. Die letzte Verlängerung, das wissen wir ja, was das bedeutet. Das bedeutet, es wird ernst. Für unseren Mandanten und für uns. Damit ist die Verhandlung geschlossen. Dieser Fall zieht sich auch ein wenig, wie ihr merkt. Angeklagtenzimmer Nummer 1. Puh! Was geht? Das war knapp. Wir haben es gerade soeben geschafft. Und das zählt. Jetzt ist sie plötzlich wieder zuversichtlicher. Ja, vor einem Tag stand sie noch da und ja, das ist überhaupt keinen Sinn und so. Ja, sie überlegt sich schon die ganze Zeit aufzugeben, habe ich so ein Gefühl. Ich auch. Nee, wir nicht. Ich nicht. Sie beide wirkten so sicher. Ja, das ist nur die äußere Erscheinung. Du solltest dich nicht immer nur aufs Äußerliche verlassen, Herr Power. Powers, ja. Ja. Ich hätte sie da drinnen schon dreimal abgeschrieben. Wow, dreimal erst. Ah, das geht ja noch. Ich auch dreimal. Ja, super. Abgeschrieben. Super. Abgeschrieben. Der Arme. Das war natürlich nur Spaß. Ja, war das Spaß? Nein, es war kein Spaß. Wir müssen unsere letzten Ermittlungen machen. Und das machen wir auch. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir bis morgen den wahren Mörder finden werden. Versprich nicht so viel. Ja, weil ich muss es halten, was du versprichst. Phoenix. Ui, wir werden wieder des Speicherns gefragt. Gleich. Du, 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 du. Du, du, du. Olay. So we don't mind my. Ja, sie hat's verpasst. Und wie sie es verpasst hat. Wo warst du? Im Nirvana oder was? Was ist passiert? Huh. Ehrlich? Was mir jetzt noch fehlt, sind ein Motiv und Beweise. Ja, und bitte könntest du mich anrufen und mir die Intention beibringen hier oder mitteilen. Das wäre sehr nett. Nein, das Telefon klingelt nicht. So ein Mist. Das läuft ja super. Ja, toll. Ja, Erstverhandlungssystem. Tja, neue Prozesssystem. Das vor 2 oder 3 Jahren eingeführt wurde. Ja, so neu ist dann wohl nicht mehr. Es gab so viele Fälle im System, dass entschieden wurde, alles zu beschleunigen. Ja, super. Ja, in 3 Tagen müssen Verhandlungen abgeschlossen sein. Ziemlich scheiße. Und wir quatschen jetzt mal eine Runde mit ihr. Ja, wieso sollte Hammer das Dir-Samurai-Kostüm stehlen? Ja, hatte er. Aber Hammer war das Opfer, Nick. Ja, warum sollte er sich eben die Mühe machen und das Kostüm stehlen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Was hat die Zeugenaussage ergeben? Es ist ziemlich sicher, dass die Produzentin und der Regisseur im Wohnwagen waren. Ja.
Einer von beiden muss der Mörder sein. Sie hat es echt nicht mitbekommen, da wo sie war. Ja, Studio 2 war und da steht auch in auch der Wohnwagen. Da steht auch der Wohnwagen. Ja, wahrscheinlich gab es da, wo du warst, Maya, ziemlich viele T-Bone Steaks. Kann das sein? Ja, ja, Ideen. Und ist dir irgendwas aufgefallen, was uns helfen könnte? Sie war ja gar nicht da, jetzt hier so auf die Schnelle. Ja, also nein, mir ist nichts aufgefallen. Wie auch? Alles klar. Ah, wir sollten mit WP sprechen. Jo, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir doch direkt mal. Dann gehen wir zur Strafanstalt. Hallöchen. Sie haben heute wieder sehr gute Arbeit geleistet. Ja, gell? Und ich bekomm's noch nicht mal bezahlt. Ja, wow, Nick. Du musst die da drin ja echt beeindruckt haben. Bitte hören Sie doch auf, so verletzlich auszusehen. Ja, noch einen Tag. So, da quatschen wir eine Runde mit ihm. Genau. Können Sie mir mehr über die Produzentin erzählen? Sie genießt in der Branche einen guten Ruf. Sie sei ein Genie. Oh, sehr verdächtig. Genies sind sehr verdächtig. Ja, das ist schon mal sehr verdächtig. Haben wir einen Erfolg nach dem anderen. Global Studios war am Boden, aber sie verhalf uns zu neuer Größe. Ist sie deswegen so arrogant? Und was? Nichts. Vergessen Sie es. Warum? Was wolltest du sagen hier? Gerüchte? Was für Gerüchte hast du gehört? Manella, was ist mir? Was geht mit dem? Aha. Pornos also. Der Pornos gedreht. Das passt zu ihm. Nackte Haut oder so? Ihr gut aufgefallen? Aha. Heute konnte... Kennt jeder den Namen Salmonella? Ja, das benutze ich zum Backen. ja, wenn sie sagt springen, fragt er wie hoch. Ich kann mir vorstellen, dass er nach ihrer Pfeife tanzt, aber nicht, dass er springt. Ja, das kann ich mir bei dem auch nicht vorstellen. Er war früher einmal ein richtig großer Star, aber dann war er plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Sehr verdächtig. Ah. Er hat einfach keine großen Rollen mehr angenommen. Warum? Er fing an, in kleinen Produktionen von Global aufzutreten. Und wieso hat er das gemacht? Der Sommer des Samurai, gefreut, toll. Die Titel sind wirklich unwerfend. Er hat vor 5 Jahren einfach aufgehört, ein Star zu sein. Und warum? Das war genau zu dem Zeitpunkt, als Frau Waskress oder so ähnlich zu Global kam. Ha, vor 5 Jahren. Sehr verdächtig. Kann man ja ihm irgendwas zeigen hier, vielleicht, ne? Entschuldigen Sie. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich Ihnen helfen könnte. Entschuldigung. Ja, entschuldige dich nicht immer. Wir haben nicht mehr viel hier bei der Stange. Was die Mordwaffe betrifft, ist dieser Speer sehr schwer. Ja. Und das ist der Speer, der bei der Probe am Morgen zerbrochen ist. Ja, aber dann ist er ja nicht mehr so schwer, oder? Ich habe den Speer kaputt gemacht, die Wachfrau hat ihn aber sofort für mich repariert. Das haben wir auch schon gehört. Genau. So, hier irgendwas. Nein, da weiß er nichts dazu. Zum Bild vielleicht. Ist das wirklich Jack Hammer in dem Anzug? Ja. Ah. Warum tut er das? Das ist die Frage. Ja, genau. Genau, das wäre doch der einfachste Weg, oder? So, noch 3 Jahre.
Somit verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns wieder. Wir müssen immer noch diesen verdammten Mörder rausfinden. Also rauskriegen, entdecken, entkleiden müssen wir ihn. Ja, bleibt dabei. Es ist spannend. Und wer war der Mörder? Ich sage bye bye, ciao ciao, adiós, amigos.